Wir sprechen jetzt über das Phänomen, dass man seine Geburt im Traum erleben kann. Vielfach im Leben sogar, aber natürlich in symbolischer Form. Und das mag vielleicht erstaunen, aber man muss annehmen, dass es so ungefähr so abläuft, das kann man auch in Geburtsträumen sehen, dass der Fötus oder der Säugling, der geboren wird, etwa wie in Nahtoderlebnissen auch eine Schau als Überblick hat. Er erlebt, erlebt er sich in dem kleinen Körperchen, aber es gibt auch die Möglichkeit, wie als Zeuge neben oder über sich diese Szenerie objektiv zu sehen, mit einem spirituellen Blick, überrascht, aber so ist es. Und insofern ist das Wissen um die Geburt im Unbewussten, ist es da und kann sich also im Traum oft zeigen. Ich bringe mal ein paar typische Archetypen, nennt man das, also Hauptsymbole, die für ein Geburtsthema sprechen. Die haben natürlich auch noch andere Bedeutungen und. Das ist jetzt ein bisschen plakativ und einfach, damit überhaupt mal ein Ansatz da ist. Welche Motive, welche Archetypen, welche Hauptsymbole könnten ein Thema im Geburtsumfeld verraten? Garage ist zum Beispiel vergleichbar mit dem Uterusaufenthalt und auch das Dachgeschoss. Dann gibt es viele Geburtsträume, wo die Leute von oben einfliegen, landen, ob mit Problemen des Flugzeugs oder. Dann gibt es typische Geburtsträume von hoch oben, vom Hochhaus runterkommen, nach unten auf die Erde. Oder es gibt das Motiv Flur, Rezeption, Haustür. Also manche stellen die Geburt so dar, als kämen sie in einem Hotel in der Rezeption an. Schwimmen ist ein ganz klassischer Archetyp für den Uterusaufenthalt, für Erlebnisse im Uterus, in dem Mutterbauch. Und auch nebenbei gesagt für Sexualität. Keller kann auch manchmal, der Pflanzentopf zum Beispiel, ist auch ein typisches Symbol für die Schwangerschaftszeit. Das grüne Gras, also helles, schönes, wachsendes Gras, die Wiese, das gibt es auch schon in der Mythologie, die Wiese ist auch ein bevorzugter Archetyp. Man kann es ja übersetzen, ganz frühes Wachstum heißt das, ja, Wiese. Und das ist also oft ein Symbol für die Schwangerschaft. Typische Träume zur Geburtsdramen sind Toilettenträume. Also wie das da läuft, entweder klappt es gar nicht oder man ist verhindert an bestimmten Geschäften auf der Toilette oder alle Leute gucken hinein und so weiter. Oder es ist alles besetzt, also Toilettenträume, die haben auch eine Affinität wegen dieses Beckensymbols, auch ein Wasserbecken oder Spülbecken kann im weitesten Sinne etwas über den mütterlichen Unterleib aussagen. Also Toilettenträume, sehr wichtig für Geburtsprobleme. Was haben wir noch? Ja, Türen natürlich, zum Beispiel, man durchstößt ja Flügeltüren, könnte man sagen, symbolisch, wenn man geboren wird. Und die Kaiserschnittkinder, denen fehlt das ja und die haben oft Träume, in denen sie ersatzweise nachholen, dieses Durchdringen oder Passieren von Flügeltüren. Ein typisches Geburtstrauma ist auch ein Parkplatzproblem. Das gibt es ja oft im Traum. Die Leute, nicht nur in der Realität, suchen, wo war mein Auto? Ich suche mein Auto und finde es nicht. Also dieses Parkplatzproblem ist auch ein Hinweis auf ein Geburtstrauma und zwar auf eine gewisse Mutter-Kind-Trennung, also auf ein Problem. Ja, so gibt es also einige, ein Fluss sowieso auch, aber das geht schon wieder mehr in die Schwangerschaftszeit. Etwas erreichen, vielleicht eine Burg oder eine Bergspitze, kann auch zum Geburtstrauma passen. Oder das Problem, eine Ausfahrt zu erwischen, was ganz häufig ist, aus dem Zug nicht aussteigen können oder den Zug verpassen oder auch den Bus oder nicht an dem richtigen Bahnhof. Die Tür geht nicht auf. Das ist Zug und Bus sind starke Symbole für die schwangere Mutter. Und unser Leben wäre aus dem Zug rechtzeitig, also bei der Geburt, auszusteigen. Ja, so gibt es also einige Motive. Bahnhof, also auch das noch, ist ein Standardarchetyp. Bahnhof ist ein Standardarchetyp für Geburt und Brücke. Macht auch Sinn, ja? Das sind Schaltstellen oder wo wir ankommen und so weiter. Kann natürlich aber auch ein Symbol sein für eine Ehetrennung oder so, also für eine Schaltstation, ne, im weitesten Sinne. Ich sag's jetzt mal nur im Groben. Ja, damit
Also das Fliegen-Fahrstuhl-Thema ist auch ganz markant sprechend für ein Geburtsproblem. Dann geht im Fahrstuhl, der Pferd fliegt dann raus oder man kommt nicht da an, wo man will oder die Tür geht nicht auf. Auch das verrät, dass in diesem Traum irgendwie das Thema Geburt, Geburtsstress abgehandelt wird. Und dann kann man noch kurz zu den Schwangerschaftsmotiven sagen, der Mutterbauch wird auch mit einem Schrank verglichen in der Symbolik, im Traum, oder mit einem Schrankfach oder mit einer Schublade. Ja, aber es gibt auch noch mehrere, nur habe ich jetzt mal grob einige erzählt, wo man also einen Hinweis bekommt, dass dieser Traum auch über das Erstmuster, über das Geburtsproblem spricht. Ja, also es gibt auch dann sehr klassische, deutliche Geburtsträume. Ich habe hier von einer Frau in einer bestimmten Traumsammlung ein Dokument, Traum von der eigenen Geburt, schreibt sie auch. Und sie sagt, sie hat es schon als Kind verschiedentlich geträumt, nicht wahr? Die hat also dreimal schon diesen Traum gehabt, auch früh in der mittleren Kindheit, also mit 6, 7 Jahren. So, und die hat also das typische Szenario: von hoch oben schaut sie und ist auch klein und beteiligt unten und sieht, wie sie schreibt, wie durch eine umgedrehte Tüte, also durch einen Trichter, da ganz unten die Leute, einen weißen Tisch und das Personal, Menschen, die weiß gekleidet sind. Und sie ist also sehr hoch oben und jetzt wird sie also runtergeholt, gezogen. Und das beschreibt sie als ganz schmerzlich und widerwillig. Sie wollte da nicht hin. Also es geht hier um eine zu frühe Geburt. Da, ob nun mit Sauglocke oder mit Wehenmittel oder wie auch immer. Also es geht um der Fötus wehrt sich noch. Er möchte nicht auf diese Erde. Oder warum? Weil er ja den schützenden Mutterhülle, die Mutterbauchhülle verliert und dann auch als Lebewesen denkt, jetzt muss ich wohl sterben. Das kommt also vielfach hier drin vor. Und also diese Kräfte, die diese Träumerin nach unten ziehen, sind unbeschreiblich schmerzlich wie ein Magnet oder elektrische Fäden und. Interessant, dass sie drei Niveaus sagt. Sie sagt also, dieses nach unten mit Gewalt gezogen werden, gegen ihren eigenen Willen, das ist in drei Etappen von sich gegangen. Ne? Wir kennen also bei Stanislav Grof Geburtsverlauf in 4 Etappen, aber das nur so nebenbei. So, also sie fühlt sich gefangen, ergriffen, fühlt sich auch so übergriffig angegangen, als würden diese seltsamen, weiß gekleideten Personen in ihre Haut, in ihr Fleisch greifen. Also man kann merken, sie symbolisiert diese Uterushülle als ihren Schutz, als ihre Haut. Also das geht ganz schlimm los. Irgendwann ist sie natürlich unten auf dem Tisch. Die Geburt ist also da ein bisschen gelungen. Und dann auf einmal hat sie jetzt erst das Gefühl, schwer wie ein Stein und ganz klein. Also die Gravitation, das schwere Gefühl, hat man ja im Mutterbauch nicht. So kommt sie sich also vor. Ein Zwerg, klein, laut, dann hat sie ein Problem mit dem Licht. Sie versucht unbedingt, so beschreibt sie das, die Augen zuzumachen. Aber das Licht dringt natürlich dadurch und auch sie hört dann jemanden schreien, was vermutet, im Grunde bin ich das. Ja, natürlich, das Baby hat geschrien. Und dann schreibt sie auch sehr schön, wie das mit dem Hören anfängt. Sie kann also die Ohren nicht schließen. Natürlich kann kein Mensch die Ohren schließen. Und das ist aber neu für dieses Baby. Und dann merkt sie sich auch sehr interessant, wie sie also etwas um den Leib bekommt, vielleicht eine Decke. Und wie der Raum aussieht, also schwarz-weiß gefliester Boden, bestimmte hohe Fenster, also das kriegt sie alles mit. Auch das mit den Tüchern, plötzlich habe ich Kleider an, sagt sie ja. Ich kann kaum atmen und werde allzu hart eingeschnürt durch die langen, kalten, schmalen Tücher. Sie wollen mich doch nicht töten, denkt sie. Ja, der Fötus hat recht, wenn er zu früh auf die Erde kommt, rausgerissen wird aus dem Mutterbauch, dann hat er die Befürchtung, er muss sterben. Also sie spürt auch die Nässe und die Kälte auf den Wangen, also anscheinend sind das natürlich Tränen da. Dieses Gefühl von allein gelassen sein, dass ich wie einen Abgrund erlebe,
hat mich durch das Leben verfolgt. Ich kann es nicht ertragen, wenn ein kleines Kind weint in dieser Einsamkeit. Also da sieht man ein Ersttrauma, ein Ersterlebnis. Sie hat also anscheinend dieses Einsamkeitserlebnis da stark. Das läuft ein Leben lang durch. Der Schritt der Schwester, sie wird also auch gepackt, genommen, hoch und halt hart vom Steinfußboden zurück. Und ich liege steif in ihren Armen und ich höre das Reiben ihrer Kleidung. Dann trägt sie mich durch eine Tür mit einer Glasscheibe hinaus in eine dunkle Halle und einen dunklen Gang. Jetzt ist interessant, dass dieses Mädchen, diese Frau, als 16-Jährige Fotos sieht von, im Fotoalbum von dem Haus, wo sie geboren, von dem Krankenhaus, wo sie geboren ist. Und mit genau dem schwarz-weiß gemusterten Fußboden, den Fenstern und der Krankenschwester, wie sie ihr im Traum erschienen waren. Das versetzte ihr einen Schock. Das will ich nur als ein Beispiel nehmen dafür, dass jeder, gerade auch die Schocks bei der Geburt und die Todesangst und so weiter und die ganzen Fehler gespeichert hat. Und dass einem das unbewusst für viele Ängste später und andere Sachen durchs Leben nachläuft. Es ist tatsächlich so, man sagt ja auch, vielleicht kann ich das so erklären, die Verbindung der Seele mit dem zellulären Gewebe. Wann ist es denn so im Laufe der Schwangerschaft, dass sich die Seele mit dem Fleisch, mit dem Körperlichen verbindet? Da gibt es ja verschiedene Theorien, deshalb auch diese Abtreibungsfristen und so weiter. Ach, bei Hildegard von Bingen gibt es da auch was drüber. Also kann man darüber spekulieren. Auf jeden Fall könnte man sagen, die Verbindung des Geistes oder der Seele mit dem fleischlichen Körper fest geschieht erst in der Geburt. Vorher könnte man bildlich sagen, schwebt die Seele noch im Umfeld oder herum oder oben drüber oder ist vielleicht noch mit einem Bein im Himmel, wie man das auch immer ausdrücken mag. Also es gibt einen spirituellen Teil im Menschen, das ist genau das gleiche wie bei Entrückungen, bei Out-of-Body-Erlebnissen oder Nahtoderlebnissen. Es gibt diesen spirituellen Teil im Menschen, der sieht zu, der kann das beobachten, was mit einem geschieht. Auch als Baby, ist ja unglaublich, aber so ist es. Und deshalb ist das auch gespeichert. Also man könnte sagen, die Verbindung der Seele mit dem Körper ist fest und unlösbar im Geburtsmoment. Und dann gibt es auch vielleicht zuerst mal, abgesehen von Träumen, nicht mehr dieses Zeugenbewusstsein oder diese objektive Beobachtung. Ja, vielleicht, es kommen eben viele, das hat sie eben auch geschrieben, hier fällt mir gerade ein, sie hat gesehen, wie sie, so ein kleines Kind da in so einen Steinkrug mit Wasser gelegt worden ist. Und dann denkt sie, im Geburtsmoment hat sie gesagt, muss ich da sterben, so töten die Leute hier wohl die Kinder. Aber was ist, ich kenne das selber auch aus meinem Leben, was ist, wenn das Kind nicht atmet nach der Geburt? Ja, was macht man dann? Jetzt auch noch früher, müssen Sie mal vorstellen. Vielleicht in Kriegszeiten oder in diesen, was macht man dann? Ja, da gibt es ja verschiedene Methoden, was sie so machen, auf den Hintern klopfen und, lebendig machen, Reize ausüben, damit das Kind anfängt zu atmen. Manche, so ist es mir auch ergangen, werden dann, wenn gar nichts mehr hilft, in eine Wanne mit kaltes Wasser gelegt. Und dann kommt der Reiz und der Atem beginnt. Das war bei dieser Frau auch so, also war eine schwierige Geburt, ich würde auch sagen eine zu frühe Geburt. Und da sind eben verschiedene auch Vorlieben. Ich gehe gern in eiskaltes Wasser in den Bergen, das hat vielleicht damit zu tun. Aber also die Vorlieben und auch die Ängste stammen aus diesen Ersterlebnissen. So, Dankeschön.